Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, steuerbare Netzanschlüsse oder auch Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Das Thema schlechthin seit dem 01.01.2024. Alle Netzbetreiber haben ihre Herausforderung damit, dass nun schon seit ein paar Wochen in Kraft getreten ist, dass Wärmepumpen, Kühlanlagen, Elektrospeicher und E-Mobil-Wallboxen ab einer gewissen Leistungsgröße, nämlich 4,2 Kilowatt, die jetzt neu installiert worden sind ab diesem Jahr, auf jeden Fall fernsteuerbar sein müssen über ein intelligentes Messsystem und eine Steuerbox. Das ist in Kraft getreten, aber eben an vielerlei Stellen, wie zum Beispiel auch bei Monteuren oder auch bei den Endkunden, nicht unbedingt angekommen. Und ich begleite ja diverse Netzbetreiber, auch andere Energieunternehmen bei vielen Themen und anderem eben auch so Smart Metering Sachen. Und bei allen ist die große Herausforderung im Moment, naja, wie sieht denn dann 14a eigentlich genau aus und wie machen wir das? Und deswegen will ich dieses Video mal als kleinen Einstieg für euch alle veröffentlichen, um diese ja in Kraft getretene Regelung jetzt mal genau zu verstehen, sich weiter auseinanderzunehmen und vor allem auch zu wissen, wo jetzt die nächsten Veröffentlichungen über die nächsten Monate kommen werden, die das Ganze noch ein bisschen klarer ausgestalten werden. Dafür schauen wir hier mal ins Gesetz selbst rein, weil dieses Thema heißt ja Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Also manche kürzen es ab mit 14a, dann wisst ihr Bescheid, es geht um Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz. Über den wird schon seit Jahren gesprochen, denn der ist schon lange diskutiert, hat jetzt aber erst seine Wichtigkeit bekommen. So. Der heißt, der Paragraph selbst, netzorientierte Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen und Festlegungskompetenzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, was noch dahinter steht. Wer sich mit Gesetzen sowieso auseinandersetzt, weiß dann nämlich schon, dass hier das Gesetz jemandem, zum Beispiel einer Behörde, eine Festlegungskompetenzen gibt, um das Ganze weiter dann auszudetaillieren. Und das ist hier im ersten Satz schon zu finden. Absatz 1 im Energiewirtschaftsgesetz, § 14a, die Bundesnetzagentur kann durch Festlegung bundeseinheitliche Regelungen treffen, nach denen Betreiber von Netzen und Lieferanten, Verbraucher, Anschlussnehmer verpflichtet sind, nach den Vorgaben der Bundesnetzagentur, die sie dann also veröffentlicht, Vereinbarungen über die netzorientierte Steuerung oder auch Netzdienlichkeit, den Begriff kennt ihr auch oft, von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder von Netzanschlüssen mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, steuerbare Netzanschlüsse, im Gegenzug zu Netzentgeltreduzierungen abzuschließen. So, und das ist eine ganz wichtige Aussage hier schon im ersten Satz. Es geht darum, wir wollen grundsätzlich steuerbare Verbraucher. Wir wollen ja steuerbare Erzeuger, ne, Photovoltaikanlagen, Windräder, die man relativ gut regeln kann, wenn die Natur den Kraftstoff zur Verfügung stellt, nämlich Sonne, Licht oder Wind. Dann kann man die aber auch drosseln. Ne? Man kann die Erzeugungsanlagen dimmen oder aus dem Weg drehen, besser gesagt. Aber dimmen ist so ein Wort, das habe ich jetzt gelernt, wird sehr gerne verwendet bei den steuerbaren Verbrauchern. Wir kommen ja gleich dazu. Ich soll da nicht von Drosseln sprechen, naja. Jedenfalls bei den Erzeugern weiß man ja, die können wir runter drosseln. Ne? Das geht dann schon, auch klassische Kraftwerke kann man natürlich runterregeln, aber das dauert meistens eine ganze Weile. Gerade große Kohlekraftwerke zum Beispiel, da ist ein großes Feuer in einer großen Brennkammer. Das kann man nicht einfach so abschalten und wieder anschalten. Ne? Das braucht seine Weile. So, und jedenfalls, man kann Erzeuger, also steuern, klar, drosseln. Man kann aber auch Speicheranlagen natürlich steuern, weil ein Akku kann halt einspeichern oder wieder ausspeisen, geht. Und man will aber eben auch noch den anderen dritten Teil, nämlich die Verbrauchsseite, soweit es geht, steuern. Weil es natürlich Sinn macht, wenn jetzt irgendwo ein Mangel zum Beispiel wäre in einem Netzbereich, dass man dann die Verbraucher einfach ein bisschen runterdimmt. Ja, da sage ich jetzt nicht drosseln, da sage ich dimmen, damit bei denen also weniger Leistung gezogen wird und dementsprechend das Netz entlastet wird. Wir kennen das auch als Begriff Lastmanagement, aber da vor allem bei Industrieverbrauchern, ne, wo es dann große Deals gibt, dass man irgendeine Maschine ein bisschen runterfährt und dann wird halt weniger Last gezogen. Jetzt geht es ja hier um Endkunden, um Endverbraucher. Und hier wird also gesagt, die Bundesnetzagentur kann das Ganze regeln. Das ist erstmal die gesetzliche Grundlage, die wir alle kennen sollten.
Die Bundesnetzagentur kann das regeln. Und damit hat das, was sie regelt, gewissermaßen sowas wie einen Gesetzescharakter, weil sie hier vom Gesetz legitimiert wird, das zu tun. Na, also das ist nicht einfach nur eine behördliche Veröffentlichung, kann man ja ignorieren, sondern das ist aus einem Gesetzesauftrag gekommen und ist deswegen auch für die hier besprochenen Gruppen, also Netze, dann am Kunden angeschlossene Versorger, Verbraucher selbst und Anschlussnehmer, das wären die Eigentümer, die Vermieter zum Beispiel, die sind hier also angesprochen. Die Bundesnetzagentur hat das Ganze nun veröffentlicht. Das Festlegungsverfahren, das haben wir auch hier auf dem Kanal besprochen, lief seit November 22 bis November 23. Und jetzt kann ich mich ja wieder hier auf die andere Seite tun, sonst gucke ich, sonst gucke ich hier zur falschen Seite. Da habt ihr das natürlich mitbekommen, dass in mehreren Konsultationsrunden darüber gesprochen wurde, wie man das Ganze jetzt machen will. In einer der ersten Runden hieß es zum Beispiel auch noch, man könnte diese Verbraucher auch abschalten auf 0,0 Leistung. Das ist mittlerweile komplett raus. Und ihr seht dann eben hier, ne, Beschluss und dann die Anlage. Ich gebe euch gleich mal den Tipp, der Beschluss ist hier wirklich nur ein Beschluss. Die Anlage ist das, wo geschrieben ist, wie das Ganze auszusehen hat. Wichtig an dem Ganzen ist auch noch, wir haben hier nicht nur von der Beschlusskammer 6, mit der wir uns ja hier meistens auf dem Kanal beschäftigen, diese Regelung dazu, wie 14a zu machen ist, sondern wir auch noch von der Beschlusskammer 8 dann die Veröffentlichung dazu, wie die Netzentgeltreduzierung gemanagt werden soll. Und das wäre dann auch hier der nächste Link, der DPK 8.22.10a. Hier haben wir dann auch die entsprechende Entscheidung. Und wir gucken uns jetzt jeweils mal die Anlagen nur kurz an, damit ihr nochmal für euch seht, worum es geht. Also beim BK6 lernen wir, wie diese Integration zu machen ist, also wie die so prozessual durchzuführen ist. Und dementsprechend gehen wir hier in die Anlage 1, die ist auch nur 8 Seiten lang, die haben wir uns grob auch schon mal angeschaut. Wie gesagt, jetzt eher nur die Erinnerung, hier findet ihr die wichtigen Sachen. Fallgruppen, wer ist also betroffen? Ladepunkt für Elektromobile, also die Wallboxen. Wärmepumpe, Kühlanlage und Stromspeicher mit mehr als 4,2 Kilowatt an der Niederspannung. Und das Ganze ist dann weiter unten auch nochmal zu sehen, eben nach dem 31.12.23, also alles, was jetzt neu installiert wird mit mehr als 4,2 Kilowatt in diesen Fallgruppen. Also jede neue große Wärmepumpe, die ein Haus versorgen soll, ist da betroffen. Jede normal größere Wallbox ist dann betroffen. Die sollen hier für die Netzdienlichkeit steuerbar werden. So, und das ist dann hier im Großen und Ganzen also geregelt, ne, netzorientierte Steuerung. Der Netzbetreiber soll dann im Fall einer Gefährdung des Netzes, insbesondere bei der Gefahr von Überlastungen von Betriebsmitteln in einem Netzbereich, in genau diesem Netzbereich den netzwirksamen Leistungsbezug reduzieren. Also die Anlage dimmen oder auch drosseln. Ja, wir reden auch von dimmen, damit das ein bisschen positiver klingt. So wichtig, diese Reduzierung muss geeignet und objektiv erforderlich sein. Auch an anderen Stellen lesen wir noch, es muss diskriminierungsfrei sein. Das heißt, wenn man jetzt in einem Straßenzug 5 Einfamilienhäuser nebeneinander hat, die haben alle eine Wärmepumpe und alle eine Elektromobil-Wallbox und die würden das alle gleichzeitig laden und deswegen würde eine Überlastung theoretisch kommen, dann darf man nicht immer nur das erste Haus dimmen, sondern man muss praktisch diskriminierungsfrei das Ganze so ein bisschen sinnvoll verteilen. Also entweder zum Beispiel diese 5 in dem erwarteten Störungszeitraum nacheinander gestaffelt dimmen oder dann eben immer abwechselnd den einen und dann mal den anderen. Das ist so der Sinn davon, dass das Ganze eben nicht den einen Kunden immer nur betreffen soll. Das Ganze muss auf Grundlage von Berechnungen des Netzbetreibers geschehen. Das ist ja auch im Großen noch geregelt. Und dann ist vor allem wichtig, wie wird es gemacht. Entweder eine einzelne steuerbare Verbrauchsanrichtung wird direkt gesteuert. Das heißt, die einzelne Wärmepumpe hat eine Steuerbox, mit der man diese Wärmepumpe runterregeln kann. Oder man steuert mittels eines Energiemanagementsystems. Das heißt, dann in diesem Fall hat der Kunde mehrere, vielleicht auch steuerbare Anlagen in seinem Hausnetz, hat ein System sich angeschafft, mit dem er die Werte des aktuellen Verbrauchs zum Beispiel dieser Anlagen sich anzeigen lässt, mit dem er aber auch so bestimmte Eingriffe machen kann, runterregeln kann oder abschalten kann und ähnliches. Und dieses Energiemanagementsystem ist dann über hier 14a eben auch für den Netzbetreiber ansprechbar. Das ist, also es gibt eine Schnittstelle nach außen für den Netzbetreiber, das ist der Ansatz von dem Ganzen, sodass hier dann eben auch über das Smart Meter Gateway, das intelligente Messsystem, hier mittels Steuerbox oder eben Schnittstelle EMS
das Steuersignal vom Netzbetreiber kommen kann. Diese beiden Varianten. Da würde praktisch der Netzbetreiber sagen, hier an unserem Netzanschluss wollen wir jetzt diese 4,2 Kilowatt nur noch bitte haben. Und dann kann das Energiemanagementsystem selbst regeln mit allen angeschlossenen Anlagen, wie diese 4,2 jetzt erreicht werden. Also ob jetzt eher die Wärmepumpe oder eher die Wallbox runter geregelt wird. Das könnte dann das Energiemanagementsystem selbst entscheiden. Es muss ja nur das Ergebnis erreichen. Und das ist dann eben so natürlich besonders intelligent, aber die wenigsten Kunden haben das heute schon in dieser Form so ausgeprägt. Ist aber ein Thema für die Zukunft, für die nahe Zukunft. So, hier so ein bisschen dann geregelt, wie das Ganze also zu brechen ist, zu machen ist. Wer das genau jetzt machen muss, hat hoffentlich das sowieso schon gelesen. Wenn nicht, das ist das Dokument für euch. Muss dokumentiert werden. Es muss Anfang nächsten Jahres das erste Mal auch gemeldet werden, wie die Regelungen durchgeführt worden sind. Und schlussendlich sind auch noch die Übergangsregeln für ältere Anlagen zum Beispiel mit drin. Also die jetzt einfach vor dem 01.01.2024 schon ans Netz gegangen sind, die haben eine Übergangsregelung. So, das steht hier im Großen und Ganzen. Bla, bla, bla. So, das ist Beschlusskammer 6. Wer ist betroffen? Wie ist es zu machen? Steht hier. Beschlusskammer 8 hat, wie gesagt, hier die Netzentgeltreduzierung geregelt. Da gehen wir einmal in das PDF auch rein. Da sind jetzt 63 Seiten, also hier gibt es nicht diese Anlage, hier ist es der Beschluss, aber direkt am Anfang seht ihr die drei Module, die es gibt. Jedes Modul unterscheidet jetzt praktisch den Berechnungsweg für das verringerte Netzentgelt. Pauschal heißt im Großen und Ganzen, es wird einfach hier, ne, 80 Euro schon mal jährlich reduziert, zuzüglich einer individuellen Stabilitätsprämie. Also kann jeder Netzbetreiber sagen, ne, wer sich hier stören lässt, das ist für uns so wertvoll, dem geben wir dann also 80 Euro oder 90 Euro oder 170 Euro, wie viel auch immer, die dann eben sich errechnet anhand von bestimmten Faktoren. Und das Ganze darf aber nicht negativ werden. Ne? Also es muss immer trotzdem ein Netzentgelt noch bestehen, aber halt eindeutig verringertes. Das ist Modul 1 pauschal. Modul 2, prozentuale Arbeitspreisreduzierung. Hier wird im Großen und Ganzen der Arbeitspreis pro Kilowattstunde Netzentgelt verringert und der Grundpreis wird ganz gelöscht. So, das ist also für viele Kunden vielleicht auch sehr sinnvoll, ne? Kann man dann wählen. Und Modul 3 wäre dann ab April 25 anzuwenden, zeitvariables Netzentgelt. Ich nenne es auch gerne schon dynamisches Netzentgelt, weil es so neben dem dynamischen Stromtarif auch schon existiert und für viele Fragezeichen und große Augen bei den Netzen und den Versorgern immer sorgt. Aber keine Sorge, hier ist erstmal nur gefordert, dass es drei Stufen gibt. Hier zeitvariables Netzentgelt mit drei Tarifstufen, also im Großen und Ganzen mittlerer Wert, niedrigerer Wert, höherer Wert vielleicht oder normal und dann zwei gestaffelte niedrigere, wie auch immer das dann eben aussehen würde. Hier ist dann eben auch geklärt, dass das zu machen ist. Dieses Modul 3 ist dann eben erstmalig ab April 25 anzuwenden. Da haben wir also noch ein bisschen Zeit, würde auch drei Monate nach den dynamischen Stromtarifen dann erst kommen. Wir werden auf dem Kanal das mal noch weiter auseinandernehmen, also sowohl die dynamischen Stromtarife ab dem 1. Januar 25, wie das eigentlich funktioniert, dass die dynamisch werden und wie dynamisch sie überhaupt sein müssen, weil das ist im Großen und Ganzen dem Versorger überlassen. Und wir gehen auch nochmal auf die zeitvariable Netzentgelte ein, wie das dann eben so aussehen wird. Und damit ist es erstmal geregelt. Na? Gesetz sagt, wir wollen steuerbare Verbraucher, steuerbare Netzanschlüsse. Bundesnetzagentur darf es regeln. Bundesnetzagentur hat geregelt. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und dafür haben wir im Großen und Ganzen jetzt vielleicht so die zentrale Frage, ja okay, jetzt hat der Kunde das dazu angeschlossen. Wie steuere ich das jetzt? Hat er jetzt so sein Smart Meter bekommen, also intelligentes Messsystem, Smart Meter Gateway, schön und gut. Wie steuere ich denn jetzt ganz konkret? Also kann denn das Gateway sofort 1:1 die Wärmepumpe steuern? In der Annahme, dass die Wärmepumpe eine Steuerbox hat, könnte man sich das vorstellen, ist aber im Regelfall jetzt natürlich nicht so gegeben. Es gibt auch verschiedenste Anbieter am Markt. Also brauchen wir noch einen wichtigen Begriff, nämlich den der Steuerbox. Dazu kommen wir gleich. Ich gehe mal hier kurz in eine Präsentation. Die findet ihr bei der Arbeitsgruppe Gateway-Standardisierung beim Bundeswirtschaftsministerium. Verlinke ich euch auch natürlich mit. Da gehen wir gleich nochmal auf die Landingpage. Die haben hier eine Präsentation und ihr seht hier schon oben technische Richtlinie 5, Kommunikationsadapter. Ich habe es auch kurz mal angesprochen.
Dieses Bild kennt ihr im Großen und Ganzen schon. In der Mitte das Smart Meter Gateway, es hat 3 Netzanschlüsse im Großen und Ganzen oder verbundene Netze. Ne? So rum ist vielleicht besser formuliert. Wide Area Network, das Internet des Gateways. Da sind also das ist der Smart Meter Gateway Administrator, der die Konfiguration praktisch einprogrammiert, könnte man sagen. Und da sind dann die Netzbetreiber, die Versorger und die berechtigten Dienstleister und so weiter in der Lage, über diese Internetverbindung auf das Gateway zuzugreifen oder sich darüber eben Daten schicken zu lassen. Und damit ist dann praktisch die Verarbeitung im Markt, ne, für die Abrechnung und so weiter gegeben. Das LMN, Local Meteorological Network, ist das Zählernetz des Gateways. Darüber würden also die einzelnen Zähler im Mehrfamilienhaus oder in dem Straßenzug dann auslesbar sein. Ne, Stromzähler, Gaszähler, Wärmezähler, Wasserzähler und vielleicht auch noch andere Sensorik. Und dann gibt es das HAN, Home Area Network. Ihr seht hier schon so den Monteur, der also als Servicetechniker da so vielleicht eine Kabelschnittstelle hat, um eine Diagnose durchzuführen oder irgendwas dann eben auch einspielen zu können am Gateway. Und dann ist hier eben auch der Mensch mit seinem Display, wo man sich jetzt so vorstellen könnte, dass da ein Kabel am Gateway schlussendlich auch noch in die Wohnung praktisch der einzelnen Mieteinheiten geht, wo dann in der Küche ein Display steht mit dem aktuellen Stromverbrauch zum Beispiel. Da guckt man dann 2 Tage lang drauf und dann ist auch wieder egal, aber die Idee gibt es natürlich. Und hier sind dann ansonsten die Anlagen drin. Ne? Solaranlage mit Speicher, eine Wärmepumpe, eine Immobilie Wallbox. Die sind dann über das Home Area Network verbunden, weil es ja, ne, so steuerbare Einrichtungen sind, die hier lokal verbaut sind. Und ihr merkt schon, was habe ich gerade übersetzt? Steuerbare lokale Einheiten oder auch Controllable Local Systems. Da ist nämlich die CLS-Schnittstelle ganz, ganz wichtig in diesem Home Area Network. Darüber hatten wir auch schon lange gesprochen. CLS, Controllable Local Systems, kontrollierbare, steuerbare lokale Systeme, Einheiten. Da wollen wir also die Steuerung zu Hause machen. Ne? Die PV-Anlage soll jetzt in den Speicher einspeichern, weil es ist jetzt gerade nicht günstig, es einzuspeisen. Und oh, jetzt kommt das Börsensignal, jetzt soll die PV-Anlage wieder ins Netz einspeisen, damit wir dann jetzt wieder einen höheren Preis verdienen können. Also so intelligente, automatisierte Steuerungsmöglichkeiten. Das ist ja ein großer Ansatz. Aber wie soll das hier im Hahn denn laufen? Und da geht es dann eben um eine CLS-Komponente, CLS-Schnittstelle. Und wichtig ist dann eben dieses Bild. Ich glaube, das habe ich auch schon mal kurz gezeigt. Aber ist hier nochmal wichtig, darüber zu sprechen. Wir haben also hier das Smart Meter Gateway, ne, wo die diversen aktiven externen Marktteilnehmer unterwegs sind. Ne, Netzversorger, Gateway-Administrator und Co. Die machen so ihre Dinge. Zu Hause haben wir dann unsere Anlagen, ne, nachgelagerte Komponenten, also Wallbox und so weiter. Und irgendwie muss dazwischen ja jetzt noch was stehen und das ist eben die CLS-Komponente. Wenn man ein bisschen ranzoomt, liest man hier Steuerbox. Genau, der Begriff ist nämlich der, über den jetzt aktuell so viel gesprochen wird. Über diese neue technische Richtlinie mit der 5 am Ende, Kommunikationsadapter, wird eben die Steuerbox, die CLS-Komponente, gerade genauer auseinandergenommen. Und es gibt im Moment so ein Zertifizierungsverfahren, wo 2 Hersteller im Moment sehr, sehr schnell zeigen sollen, wie das denn so laufen soll. Standardisierbar, hochskalierbar, damit das in diesem Jahr also so richtig marktlich entstehen kann, damit wir spätestens ab 2025 eben auch so massenhaft standardisiert diese Steuerboxen auch verbauen können. Ab 2025, wie ist das jetzt gemeint? Weil wir sind ja schon im Heute und wir haben ja schon seit dem 1.1. eine Regelung. Ja, es gibt eine Übergangsregelung. Ich gucke mal, ob ich sie gleich direkt finde. Ansonsten fasse ich es euch zusammen. Hier geht es darum, die Standardisierbarkeit für die Zukunft klarzumachen. Und deswegen hier die Definition dieser Steuerbox. Da werden dann auch eine gewisse Anzahl von Herstellern da sein, die eben Schnittstellen zu den diversen Anlagen zur Verfügung stellen und die standardisierte Schnittstelle zum Gateway, sodass wir hierüber standardisiert diese Steuerung umsetzen können. Das ist der Ansatz. Wir wollen das standardisieren. Darum geht es jetzt gerade. Und das wird in diesem Jahr einfach noch entwickelt werden. Und dann ab 2025 muss es praktisch stehen. Diese Präsentation kommt vom Arbeitsgruppe oder vom Ausschuss Gateway-Standardisierung beim BMWK. Das kennt ihr auch schon. Und hier waren ja Ende des Jahres diese Sitzungen rund um eben diese technische Richtlinie mit der 5 am Ende, Kommunikationsadapter und so weiter. Ist ja veröffentlicht worden. Diverse Detailspezifikationen, kann man sich alles durchlesen. Und hier sind dann eben auch, ne, eine Niederschrift, die Stellungnahmen und die Präsentation. Das ist also für auch die, die es weiter verstehen wollen, super viel Material, um damit ein bisschen weiter reinzuschauen.
Und ansonsten habt ihr hier vor allem auch noch historisch diverse Unterlagen für davor, wo man auch Inspirationen sich rund um das Smart Metering holen kann und wo natürlich auch in Zukunft noch diverses Datenmaterial dann zu finden sein wird. Dieser Ausschuss tagt jetzt, meine ich, schon so ein, zwei Mal im Jahr. Da wird also auch 2024 noch einiges passieren. Wer muss das Ganze nun aber trotzdem regeln? Natürlich wie immer das BSI. Wir haben das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dort kennt ihr ja sicherlich auch schon die diversen Unterseiten und dort gibt es eben auch die Seite Kommunikationsadapter, wo wir unsere technische Richtlinie mit der 5 finden. Die war bisher immer ein Platzhalter, ne, bis Ende letzten Jahres. Und dort findet ihr nach so erster Erklärung diverse weitere Links auch auf diese Dokumente nochmal, wenn ihr euch das genauer durchlesen wollt. Und unten auch auf die Zertifikate und auf die FAQs. Zertifikate ist dann ganz witzig im Moment, weil natürlich gibt es noch keine. Ne, zurzeit keine zertifizierten Produkte, weil wir uns ja noch in diesem Prozess befinden, dass diese schnelle Standardisierung da anläuft. Und ich meine, wir werden jetzt noch im ersten Quartal hier die ersten Ergebnisse mitbekommen. Und dann wird es praktisch diesen standardisierten Zertifizierungsprozess geben. Und im Laufe des Jahres werden hier diverse Hersteller stehen, die dann ihre Steuerboxen, ihre CLS-Komponenten, ihre Kommunikationsadapter zur Verfügung stellen können, weil sie zertifiziert worden sind. Dann sind sie praktisch zulässig am Gateway. Direkt verbunden über die TLS-Proxy, ne? Wer sich damit weiter auskennt. Ansonsten einfach nicken und weiter sich das Ganze anschauen. Ansonsten gab es ja hier noch die Seite mit den FAQs, das war da auch mit verlinkt. Da sind durchaus ein paar interessante Abgrenzungen mit drin. Ne? Was versteht man jetzt unter dem Ganzen? Was kann das dann überhaupt nachher? Und eben zum Beispiel auch hier die Frage, ja, wie wird das Ganze dann eigentlich angeschlossen sein? Also welche Schnittstellen hat das denn tatsächlich? Wie ist das fernzugreifbar? Wie ist das aus der direkten Nähe, also im Home Area Network eigentlich zugreifbar? Etc. etc. Also viele Fragen, die sich hier nach und nach auch noch ergeben, kann man sich hier schön anschauen. Und schlussendlich sind in diesen technischen Richtlinien, die hier verlinkt sind, ne, also verschiedene Sachen, da muss man jetzt auch technisch versiert sein, um das gut zu verstehen, weil hier zum Beispiel auch dargestellt ist, wie die verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten dann aussehen könnten. Ne. Hier haben wir immer noch unsere Marktpartner von gerade eben, das Gateway selbst. Ja, und dann hier im Home Area Network haben wir zum Beispiel eine ganz einfache CLS-Komponente mit dem Adapter, wo dann schlussendlich nachgelagerte Komponenten sind, aber keine direkte Verbindung hier jetzt aktuell dargestellt ist. Und dann haben wir zum Beispiel eine Verbindung über E-Bus. Wer sich technisch damit auseinandersetzt, kennt das Ganze auch wieder. Und das sind eben die nachgelagerte Komponente, wie unsere Wärmepumpe, nach 14a steuerbar. Ja, wer sich so ein bisschen weiter damit auseinandersetzen will, kann sich das hier also gut anschauen. Und jetzt überlege ich mal gerade, ob ich direkt hier auch das mit der Übergangsfrist finde. Da muss ich mal in das Inhaltsverzeichnis schauen. Seite 2 muss ich nochmal runter. Seite 3, 4, da müsste es ja kommen, genau. In Kraft treten. Ich glaube fast, das ist es noch nicht, weil es gibt hier also auch eine Übergangsfrist. Wenn ich das im Nachgang finde, klicke ich euch das auch noch mit in die Videobeschreibung unten, genauso wie die ganzen anderen Dokumente. Ab dem 01.01.25 werden wir nur über das arbeiten, was dann hier wirklich aktiv zertifiziert worden ist. Ab 25. Ab 2024, also jetzt gerade, ist das Ganze zulässig, was von den Herstellern mit einer Hersteller-Selbsterklärung, als wir machen das gemäß dieser Vorgaben, benannt wird. Das heißt, auch da finden wir dann praktisch hier die Herstellererklärung. Wenn ein Hersteller das praktisch unterschreibt, dann sagt er, unsere Steuerbox, unsere Steuermöglichkeiten, die entsprechen dem, was hier geprüft wird. Und dann ist das für 2024, für jetzt die aktuellen 14a-Anlagen zulässig. Und alles, was älter ist, also vor 24, da muss praktisch der aktuelle Stand der Technik jeweils vermutet werden und definiert sein. Und wenn das Ganze dem jeweiligen Stand der Technik entspricht, dann ist es zulässig im Moment, bis wir 2025 erreichen. Das
stand hier irgendwo tatsächlich nochmal sehr, sehr schön aufgeführt. Das muss ich dann aber nochmal raussuchen, weil ich glaube, na doch, hier in Kraft treten. Das ist es. Hier steht's doch. Ich habe fast gedacht, das könnte es nicht sein. Hier ist es aber so. Also, vor dem 1. Januar 2024 erfolgte Einbauten. Da gilt jetzt das Ganze als erbracht, also die Möglichkeit, das zu nutzen, wenn die Anbindung an das Smart Meter Gateway den bis dahin geltenden Anforderungen nach Projection Profile und technischen Richtlinien 1 entspricht. Alles in 24, also im agilen Rollout, der jetzt praktisch läuft, da muss dann diese Hersteller-Selbsterklärung genutzt werden, wo ich gerade zeigte, dass der Link ist. Und alles danach muss dann die Zertifizierung vom BSI haben, also alles, was dann ab 2025 im Großen und Ganzen kommt, ne, nach dem einreichenden Dezember 24, das muss dann grundsätzlich dieser Zertifizierung entsprechen. Ja, das ist so die Regelungswelt, in der wir uns gerade bewegen bezüglich 14a. Wo wird es also noch Spannendes passieren? Wer sich mehr mit dem regulatorischen und prozessualen auseinandersetzen will, kann beim Ausschuss Gateway-Standardisierung sicherlich interessante Punkte finden. Wer sich mehr mit den technischen Details auseinandersetzen will, findet beim BSI, einerseits dann nachher hier die Zertifizierungsergebnisse, aber natürlich auch on the way Detailspezifikationen. Also wer sich technisch wirklich damit auseinandersetzen will, guckt sich einfach das hier an. Und dann findet man hier die Ergebnisse im weiteren Verlauf. Wir werden dieses beschleunigte Sicherheitszertifizierungsverfahren jetzt also demnächst auch mit Ergebnissen sehen. Und dann kann man davon ausgehen, dass das hier gut vorangeht. Wer das Ganze jetzt prozessual abwickeln muss, findet in der Anlage 1 von Beschlusskammer 6, wie gesagt, die Regelwerke, wie das Ganze nun eigentlich gedacht ist. Und mit der Beschlusskammer 8 die Netzentgeltreduzierungsmöglichkeiten, diese ja nun auch tatsächlich müssen ja auch dann gemacht werden. Also dafür haben wir dann auch in der Marktkommunikation Felder, die zum Beispiel dann in der UTMD beschreiben, ist die Anlage eine Paragraph 14a-Anlage, ist da noch was anderes mit drin, darf hier also gesteuert werden oder nicht, ist es schon in der Lage, ist es in der Übergangsfrist. Und dann vor allem auch die Netzentgeltreduzierungsmöglichkeiten, die Module, die werden eben auch hier natürlich genannt. Das ist teilweise auch erst im April, dann im Marktkommunikations-Rollout. Ne? Wir sind in einer eigenartigen Zeit, was das Ganze angeht. Ja. 14a ist also ein mega spannendes Thema, weil es eine ganz konkrete Digitalisierung im Stromnetz dann bedeutet, ne? Im Niederspannungsnetz, wo bisher an vielen Stellen gewissermaßen auch ein Blindflug erfolgt ist, werden wir jetzt mehr und mehr Eingriffsmöglichkeiten haben, um die Stabilität des Netzes nachhaltig eben auch weiter voranzutreiben. Und im Kern läuft es eben darauf hinaus, dass wir jetzt prinzipiell diese Anlagen, die die Größe haben, also alles, was ab dem 01.01.24 installiert wird, mit mehr als 4,2 Kilowatt als Wärmepumpe, E-Mobil-Wallbox, Kühlanlage oder Elektrospeicher, ist per Definition verpflichtet, eine steuerbare Verbrauchseinrichtung zu sein mit intelligentem Messsystem und dann eben der Steuerbox, die in diesem Übergangszeitraum mit dieser Hersteller-Selbsterklärung zu vereinen ist und dann ab 2025 diesem neuen Zertifizierungsverfahren entsprechen muss. Und dann geht es so richtig los. Wie nun die konkrete Datenübertragung dann halt auch wirklich auszusehen hat, das ist halt im Moment gewissermaßen noch bei den Herstellern und den IT-Systemanbietern, aber auch da gibt es noch viel Unsicherheit, weil es natürlich ein neues Thema ist und man hat auch genügend andere Baustellen aktuell, also es ist auch nicht so, dass man sich nur darauf konzentrieren könnte. Ich bin mal ganz gespannt, ob wir auf der E-Word dazu Verschiedenes Konkretes noch hören können an den diversen Ständen. Ich denke schon, so von meiner Beobachtung her, dass auf der E-Word so gefühlt jeder zweite, dritte sagt, hey, 14a ist ein Thema bei uns. Das ist schon im Moment wirklich sehr, sehr, sehr viel Bewegung, was man in diesem Kontext sehen kann. Von daher, spannendes Thema mit viel, viel, viel Entwicklungspotenzial im Moment. Und es ist dringend notwendig, damit wir diese Steuerbarkeit eben auch bei uns im Netz etablieren können. Okidoki, soweit erstmal dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen und ähnliches zu 14a, dann gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.